Es war ihr egal. Mila Kunis UPS, man sah sie oben ohne. Da dürfte sich der Postbote aber gefreut haben. Als Schauspielerin ist Mila Kunis, 34, so einiges gewöhnt, ob Sexszenen mit Kollegen oder Halbnacktauftritte in Filmen der 34-Jährigen sollte eigentlich nichts mehr peinlich sein. Aber ist ihr Schamgefühl im wahren Leben ebenso gering? Mila durfte das bereits testen, als ihr UPS-Lieferant sie ohne Shirt sah. Das nennt sich mal geben und nehmen. Im People Magazin enthüllt die Zweifach-Mama jetzt wortwörtlich das Missgeschick. Ihr Ehemann Aston Kutcher, 39, und sie hätten schon lange einen netten und höflichen UPS-Mann, der die Pakete des Paares in der Regel an der Türschwelle hinterlasse. Eines Tages habe besagter Herr sich jedoch in das unverschlossene Kutcher-Kunis-Haus gewagt und nackte Tatsachen vorgefunden. Ich hatte kein T-Shirt an, weil es so warm war, und hatte mein Baby auf dem Arm. Und plötzlich stand er vor mir, erzählt die Brünette. Auf den Zusammenstoß habe sie jedoch entspannt reagieren können. Ich sagte, hey, es war mir gar nicht peinlich. Es tat mir eher leid für ihn, scherzt. Mit ihrer Nackedei-Enthüllung ist die Darstellerin nicht das einzige Mitglied des Filmcasts, das einen unangenehmen Moment ausgepackt hat. Vor kurzem berichtete Kollegin Kristen Bell, 37, wie ihre beiden kleinen Kinder sie und Ehemann Dax Shepard, 42, bei einem heimlichen Schäferstündchen erwischt hatten.